Hallo zu einer neuen Runde hier bei Jurassic Park Revolution. Ja, ich würde sagen, wir machen heute mal hier so ein bisschen unseren Platz hier vor der Hütte wieder schön, machen ein paar mehr Felder hier wieder, damit das Ganze wieder ein bisschen schöner aussieht. Denn so geht es ja nicht weiter. Hier ist ja eigentlich alles kaputt durch irgendwelche Explosionen, von denen ich ja nicht gar nicht so viel mitgekriegt habe. Was haben wir eigentlich hier für einen Sand? Geharteter Sand. Okay. Erde brauchen wir. Eine ganze Menge eigentlich. Wir gehen mal einfach da drüben hin. Genau. Ich weiß nicht, ob jetzt hier... Der Vein Miner funktioniert irgendwie nicht. So, ich brauche erstmal Erde, um jetzt hier so ein bisschen meinen Platz vor der Hütte wieder in Ordnung zu bringen. Ist auch kaputt, okay. So, dann will ich das jetzt erstmal kultivieren. Das muss wieder weg. Das war nur für den Notfall. So, hier muss jetzt nämlich Erde hin. So, auch hier kommt wieder Erde hin. Und zwar bis hier vorne hin. Hier müssen wir auch Erde aufstocken. Hier kommt Akazienholz dazwischen. Und wir brauchen eine Hoe. Eine Hoe bauen wir uns einfach schnell. Ich habe übrigens hier noch eine Kiste aufgebaut. Eine zusätzliche Kiste, damit wir hier das zusätzliche Material, was wir im zweiten Dorf gefunden haben, noch verstauen können. So, wir wollen mal gucken. Hier habe ich noch ein bisschen Holz. Holz ist ziemlich wenig schon wieder da. Da sollte man echt wieder mal dran arbeiten. Vielleicht machen wir auch hier eine Baumfarm. Das war aber eine Ho jetzt hier. So, Ho. Ho, ho, ho. Und es wird schon wieder dunkel. Es geht hier ziemlich schnell mit dem Dunkelwerden, gell? So, dann habe ich ja eine Karotte habe ich noch. Ich habe vorhin übrigens schon mal ein bisschen vorgepflanzt. Wird schon wieder dunkel oder scheint das mir nur so? Wir gehen nochmal raus und gucken mal, wie der Sonnenstand so ist. Geht schon wieder unter. Na gut, dann gehen wir schnell nochmal zur Reparaturstation und gucken mal, was wir hier noch so in Ordnung bringen können. Die kann in Ordnung gebracht werden, die auch, die andere ist noch in Ordnung. Aber wir brauchen noch ein bisschen Akazienholz, das müssen wir jetzt noch besorgen jetzt. So. Aha. Also hier funktioniert Vein Miner dann automatisch. Auch wenn es eine ganze Zeit lang dauert. Aber die sollen sich ruhig so ein bisschen trainieren, meine Metox hier. So, wo haben wir denn schöne Akazien, die so ein bisschen höher sind? Da drüben sind noch ein paar höhere Akazien und hier im Berg ist auch noch eine schöne Akazie. Das mit dem Laufen klappt hier irgendwie ganz schlecht. Der läuft immer nur einen Meter und dann bleibt er wieder stehen. So, die holen wir uns jetzt noch. Es wird sowieso gleich schon wieder dunkel. Den Baum will ich aber noch haben. Bevor es jetzt hier dunkler wird, will ich den Baum noch haben. So richtige Dinos sind uns noch nicht begegnet. Bis auf den Skorpion jetzt, oder? Also so ein Megaskorpion, das ist glaube ich schon was Dino-mäßiges. Aber sonst so richtig Dino-mäßig. Na gut, die Libellen waren vielleicht noch... Ja, die waren ein bisschen groß, aber eigentlich so richtig Dino-mäßig. Stelle ich mir was anderes drunter vor. Da sind riesige Fische.
Rote Vögel. So, Akazienholz habe ich gefunden. Machen wir jetzt hier schnell noch unser Feld wieder in Ordnung. Karotten wollte ich mir nochmal hier drüben borgen. Wo ist das Schwert? Eigentlich sollten wir uns noch ein Schwert bauen aus... von Tinkers Construct. Ja, es sind auch schon wieder ziemlich viele Monster unterwegs. Da ist auch eins. Ich würde vorschlagen, wir gehen doch nach Hause. Wir warten, bis die gewachsen sind und dann holen wir uns die. Ich weiß gar nicht, wie da draußen was explodieren konnte. Vielleicht sollten wir doch dickere Scheiben hier reinbauen. Da sind jetzt ziemlich große Fische. Die habe ich vorher auch noch nie gesehen. So, dann gehen wir wieder nach unten und tun ein bisschen was abbauen. Was habe ich denn jetzt alles gesammelt? Akazienholz habe ich jetzt gesammelt. Was ist denn das? Craftable Animals. Spider. Ich fasse es nicht. Wo hatten wir die denn her? Immerhin, sie hat uns einen Eisenbeinschutz mit Cloud 1 gegeben. Was auch immer Cloud 1 ist. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. So, also wir hatten eine Craftable Spider. Hm. Was es nicht alles gibt. So, wir hatten ja gesagt, wir wollten mal gucken, ob wir uns hier nicht ein schönes Schwert bauen können. Aber wir haben ja auch eine ganze Menge Sachen hier eigentlich auf Lager. So, mal gucken, was wir hier haben. Wir hätten einmal hier so einen Griff aus Eisen, das ist gut. Und dann bräuchten wir noch eine Klinge. Klingen haben wir hier aus Stein. Da haben wir eine Obsidian-Messerklinge. Das gibt dann ein Messer. Nee, ich wollte aber gerne ein Schwert haben. Schwerter sollten es schon sein. So, was haben wir denn hier? Das sind auch Messerklingen. Wir haben hier nur Messerklingen auf Lager. Ein bisschen stört mich hier neben das Gedrehe da. So, wir hatten aber hier Eisen. Dann sollte man aber auch Eisen... Bei Eisen sollte man dann aber auch das ganze Gerät dann aus Eisen machen. Hm? Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Eine Spitzhacke aus Eisen. Hm? So, das wäre dann dieses Ding. Das wäre so eine Binding. Und das wäre hier so ein Griff, wenn mich nicht alles täuscht. Das gucken wir jetzt aber am besten nochmal an. So, es wäre eine Binding. Es wäre so ein Griff. Und es wäre oben so ein Axtkopf. Jetzt gucken wir mal. Hier? Nee. Nee. Ah, ja. So, legen wir hier rein, machen das. Und wir sehen, es klappt nicht. Es wäre so schön gewesen. Feuerstein, Obsidian, Nethersteine, Plastik, Pink Schleim. Alles Mögliche, aber kein Eisen. Oh, jetzt habe ich extra das Eisen gesammelt. So, wir werfen hier nochmal Zeug raus, was wir gerade nicht gebrauchen können. Aber hier ist doch ein Eisenschützer. Das ist doch voll die Verarschung. Ich habe doch einen Eisenschützer. Da müsste doch auch Eisen... Was ist denn das hier? Obsidian. Das hätten wir ja schon mal. Und dann habe ich so einen Steinkopf vom Schwert. Habe ich auch noch. Das weiß ich zufällig. Obsidian haben wir nicht gefunden. Nee.
Was haben wir denn hier noch alles drin? Anthrasit. So, hier ist der Steinschwertklinge. Aber ich guck mal hier, ich habe hier eine Binding aus Obsidian. Die sollte man doch eigentlich nicht dafür verschwenden, oder? Also ein bisschen Eisen, Dingsbums. Ich würde sagen, wenn es Tag ist, dann gehen wir nochmal rüber und gucken nochmal im Dorf 2, ob wir da nicht noch irgendwelche besseren Materialien finden, ne? So. Dann schlagen wir uns nochmal durch. So, hier kann man jetzt schon mal wieder eben entlang gehen. Das finde ich schon mal ganz gut. Hier die Karotten wachsen. Das hier müssen wir wegschlagen. Das stört mich. Vielleicht bauen wir uns hier noch eine richtige Treppe hoch. Hm? Was schwebt denn da? Das ist doch, glaube ich, Minizio, oder? So, eine richtige Treppe hier hoch. Dann wissen wir nämlich auch, dass wir hier wieder runterkommen. Huch. So. Nein. Bisschen Erde brauchen wir noch. Und Modifikator. Dabei ist sie aber drauf gegangen. So, es macht also Sinn, hier die ganze Zeit irgendwelchen Müll abzubauen. Wir könnten auch noch mal ein bisschen Sand besorgen. Da können wir ein bisschen mehr Glas noch machen. So, 32 Erde. Da können wir hier vielleicht unsere Treppe noch mal ein Stück weiter bauen. Schwupp. Ich weiß, ich müsste jetzt hier nicht alles so akkurat ausbauen. Ich könnte jetzt auch so bauen. Aber ich bin halt ziemlich pedantisch in sowas. Ja, so, es muss schon so ein bisschen Ordnung drin sein. So, hier geht es jetzt in die richtige Treppe hoch. Wir müssen aber noch ein Stück höher. Da würde ich einfach vorschlagen, wir machen jetzt hier eine Treppe hoch. So. Muss ja nicht immer in die Richtung sein. So, die Spitzhacke. So, dann kommen wir nämlich auch besser oben bei dem Dorf an. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten. Hier geht es jetzt hoch, dann muss das weg. Das muss weg. So. Sind gleich leider beide Metox kaputt. Da müssten wir nochmal zurücklaufen jetzt. Ja, dann laufen wir nochmal zurück. Ja? So, jetzt haben wir noch ein bisschen Erde übrig. Die können wir mal hier reinbauen. Dann haben wir hier eine Ebene. Hier, das würde ich auch gerne noch ausbauen. So, dann kann man nämlich jetzt hier hochgehen. Dann geht man hier hoch und dann kommt man da an. So, das wäre doch schon mal ganz cool hier. Müssen wir nur nochmal unsere Werkzeuge reparieren. So, und zwar 15 Steine haben wir ja noch. Wir machen hier mal den ganz. Die können wir auch reparieren. So.
So, sondern erstmal damit. Vielleicht bauen wir auch eine Eisenbahnstrecke einfach hinten zu dem Dorf. Das wäre auch ganz cool. Ich habe lange keine Eisenbahn mehr gebaut. Ich baue eigentlich sehr gerne irgendwelche Bahnen, die irgendwo hinführen. Unterirdisch natürlich, ganz klar. Und dann kommt man da an und kann dann da Handel treiben mit den Dörfern. So kann man das verbinden und dann kann man so ganze Schienennetze aufbauen. Das finde ich immer ganz cool. Außerdem möchte ich gerne mit, jetzt ist die auch schon wieder befördert, hier Reparatur hat sie gekriegt, super. So, hier geht's runter. Jetzt müsste man das irgendwie hier markieren. Steine dabei? Nee. Hier geht's runter. Was sagt denn die Uhrzeit? Ja, es sagt, dass wir noch mal rüberlaufen können. Ich weiß, dass ich auch teleportieren kann. Aber ich versuche bei dem Spiel hier immer alles so zu machen, wie man das machen soll. Wenn man hier Sachen abbauen soll, dann versuche ich das abzubauen. Ich halte mich natürlich auch nicht immer daran. Ja, ganz klar. Also es gibt manchmal so Sachen, da nervt es mich dann auch. Und dann tue ich dann auch schon mal so ein bisschen schummeln sozusagen. Aber so von allen Leuten, die ich kenne, bin ich glaube ich der Einzige, der das wirklich auch überwiegend durchzieht. Und ich habe da schon ganz oft Kommentare gehabt, dass ich irgendwie was mir beigecheatet habe. Und ganz ehrlich, die Leute, die das schreiben, die schreiben, du hast da voll gecheatet. Das sind halt irgendwelche Leute, die das die ganze Zeit machen. Die überhaupt nicht anders das spielen können, die nur im Kreativmodus spielen. Da gibt es halt... Also wenn wir auf unseren Servern irgendwas bauen, da gibt es verschiedene Sachen, die gönnen wir uns als Vereinfachung fürs Bauen, weil wir gerne bauen. Aber wir ercheaten uns niemals Baumaterial. Das wird immer gesammelt. Komplett. Ich habe schon ganze Tempel gebaut. Aus Quarz. Und ein Kolosseum gebaut aus Quarz. Dafür musste ich 2 Millionen Mal, also gefühlte 2 Millionen Mal ins Nether laufen, musste da Quarz abbauen. Aber das ist halt das Schöne. Ich baue dann halt und dann baue ich. Und je weiter ich komme, umso stolzer kann ich dann auf das sein, was ich gebaut habe. Denn ich habe wirklich alles gesammelt, was man da so sieht. Und ich habe mir nie Material gegeben. Sei denn, es ist irgendwie zerstört worden durch irgendwelche Monster oder so. Dann kommt es schon mal vor, dass ich dann sage, okay, das war jetzt so teuer, das kann ich jetzt nicht noch 1000 Mal sammeln. Dann mache ich das natürlich auch schon mal so, dass ich dann sage, ich gebe mir das, was verloren gegangen ist, das gebe ich mir wieder. Aber im Großen und Ganzen mache ich das nicht. Oh, hier steht voll im Weg. Hier steht volle Kanne im Weg. So, was haben wir hier? Da ist nichts drin. Hier ist noch was. So, wir gehen mal hier rein. So, was haben wir denn hier? Da ist eine Eisenschwertklinge. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Wir wollten nämlich eine Eisenschwertklinge haben für unser neues Schwert. Und wir nehmen natürlich auch hier unseren Freund mit, den Kolben. Den können wir sehr gut gebrauchen. Was ist hier drin? Das ist noch eine Eisenwerkzeugbindung. Die können wir auch mitnehmen. Hölzerne nehmen wir mit. Kaktusmesserklinge. Kupfermeißelkopf nehmen wir auch mal mit. Obsidianpfannen nehmen wir mal mit. So, mal gucken, was die guten Herrschaften hier noch so anbieten. Was sagt denn hier unsere Uhrzeit? Die sagt, dass wir uns ganz schön beeilen müssen. Was waren hier eigentlich in der Kiste drin? Ah, die haben wir mitgenommen. Gut. Das hier ist schon leer. Wir haben hier noch den Ofen. Würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Wir müssen was essen. Mist, ich habe nichts zum Essen dabei.
Wir können nur langsam laufen. 500 Meter ist natürlich ein ganz schönes Stück. Und die Sonne tut unerbittlich weiter sinken. Es wird schon wieder knapp. Wir kommen immer kurz auf knapp zurück. Hm? So, hier runter. Da drüben ist schon der Berg. Wenn wir denn über den drüber sind, dann sind wir schon fast zu Hause. Da ist schon unsere Floating Island. Dieses Schleimbiom. So, da oben ist der Tempel. Da habe ich übrigens zwischen den Aufnahmen jetzt eben nochmal Screenshots nachgeholt. Ich habe ich bin in den Kreativmodus gewechselt, allerdings nicht um was zu bauen, sondern um hier schöne Screenshots zu machen und auch bei den Tieren mal hingehen zu können. Ich habe versucht, einen Skorpion zu finden, weil ich eigentlich ein Bild von so einem Skorpion machen wollte. Allerdings habe ich keinen gefunden. Wahrscheinlich läuft uns jetzt eher an einem Weg. Dann wäre es jetzt zu überlegen, ob wir dann noch mal ganz kurz in den Game Mode gehen, ein Bild machen, dann wieder zurückschalten und uns weiter verfolgen lassen. Da ist so ein Maulwurfsding. Wisst ihr was? Jetzt machen wir das mal ganz kurz. Ich zeige euch das. Ich gehe kurz in den Game Mode. Jetzt gehen wir hier. Jetzt sieht er uns nämlich nicht mehr. Jetzt gehen wir mal hier hin. Machen kurz das Menü aus. Machen einen Screenshot. Laufen wieder ein Stück weg. Die habe ich eben auch fotografiert. So, laufen wieder ein Stück weg, machen das Menü wieder an. Und sagen wieder Game Mode 0 und jetzt müssen wir wieder flüchten. Hilfe! Ein Maulwurf! Der hat da irgendwelche. Der hat da irgendwas aufgebaut. Der läuft hinter uns her. Ah! Flüchten! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf! Ein Maulwurf ist hinter uns her. Ich glaube nicht, dass er hier runterkommt. Oh mein Gott, ich habe vergessen, ins Mikrofon zu sprechen. Ich laufe jetzt erst hier rein und dann gucke ich, ob der Maulwurf hinter ihm. Ich muss was essen. Schnell ein paar Tomaten. Maulwurf? Hat jemand den Maulwurf gesehen? Hier, was ist das? Reptile Meat. Hm. Und Raw Reptile Meat. Wir legen das erstmal rein. Ich weiß nicht, ob das noch gebrannt werden muss. Das ist, glaube ich, schon fertig. Jetzt legen wir das mal rein. Das brennt, dann essen wir schon mal das. Na, sieht doch schon mal ganz gut aus. Was haben wir denn noch, was wir essen können? Deerhide können wir nicht essen. So, was haben wir hier? Kaktusfrucht. Ja. Und ein Apfel. Ja. Da ist der Skorpion. Melonen haben wir noch eine ganze Menge. Die können wir ja schon mal einpacken. Aufessen, meine ich. So, jetzt haben wir natürlich hier eine ganze Menge Material auch. Jetzt haben wir hier Eisenschwertklinge. Also herstellen kannst du die nicht. Du kannst also kein Eisen machen. Aber du kannst... es finden. Ist das nicht lustig?
So, Eisengriff haben wir natürlich nicht. Mist. Haben wir noch irgendwo einen Eisengriff? Oder ein bisschen höherwertigeren Griff? Kann ich einen Eisengriff herstellen? Das sind alles diese Messerklingen. Ich will aber keinen Stockgriff machen. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Was ist das? Hölzerner Werkzeuggriff. Nee. Peitsche. Nee. Nee. Das mag ich nicht. Marmor. Nee. So, ich habe hier Eisen, ja? Nehmen wir uns hier nochmal so eine Werkzeuggriffschale, die ich sowieso im Inventar habe. So, jetzt legen wir die nochmal hier rein. Da, so. Und dann noch mit Eisen. Macht er nicht. Stein macht er. Holz, Kaktus, Obsidian, Laserstein, Schleim, Papier, blauer Schleim, Taumium, Magic Wood, Plastik, Stein geht. Also gut, dann machen wir einen Steingriff. Haben wir so eine schöne Waffe. Und dann machen wir einen Steingriff dran, oder was? Na gut, komm her. Dann bauen wir das halt. So, jetzt machen wir hier nochmal so ein bisschen Tabula Rasa. Wir machen hier das Inventar mal leer. So, wir waren ja dabei, hier draußen ein bisschen was auszubauen. Ach so, genau, ich wollte noch ein bisschen Erde sammeln, weil ich habe nämlich noch was vor. Ich will noch eine Baumfarm bauen. Dafür besorgen wir uns jetzt nochmal Erde. Ist der Skorpion weg? Irgendwie treibt er ja immer noch sein Unwesen hier. Das war jetzt dieses Geierteil da. Erde habe ich ja noch ein bisschen was da. So, jetzt ist natürlich die Frage, machen wir unsere Baumfarm jetzt hier drüben hin? Oder machen wir die hinter die Karottenfarm? Müssen wir gucken, dass nicht die Eltern jetzt angelockt werden. Ich glaube, ich bin vergiftet, oder? Toll. Aber wir haben ein Rüstungsteil gekriegt. So. Das ist doch schon mal ganz gut. So, jetzt machen wir mal hier Erde. Eigentlich möchte ich gerne dich noch fällen. Jetzt schlagen wir das alles noch weg, falls wir hier nochmal irgendwas bekommen sollten. Es gibt ja manchmal so Zufallsfunde. So, dann kommt jetzt hier Erde hin. Und zwar machen wir das mal folgendermaßen. Hier machen wir eine Reihe. Dann machen wir hier eine Reihe. Nein, doch. Wir machen hier eine Reihe. Hier eine Reihe. Eventuell machen wir das nachher noch ein bisschen größer. Hier ist ja eh Erde.
So, Baumfarm bauen. Das Laubzeug muss leider weg hier. So, dann holen wir uns schon mal Setzlinge. Dann können wir nämlich in dieser Folge noch die Baumfarm so ein bisschen beenden. So, wo habe ich den Setzlinge drin? Hier haben wir einen Setzling. Da haben wir einen anderen Setzling. Hier unten Setzlinge. Palmensetzlinge haben wir hier drin. Da sind noch zwei Dornen. Dornen will ich nicht pflanzen. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben ziemlich wenig Setzlinge. Geht schon wieder in die Sonne unter, oder was? Nee. Das wäre es jetzt auch gewesen. So, wir fangen... Tun mal hier Palmen. Können wir setzen. Gut. So, dann haben wir hier Akazien. Das machen wir mal so. Jedes zweite, weil wir noch nicht so viele haben. Hier machen wir auch mal jedes zweite nur. Dann müssen wir noch ein paar Akazien fällen. Ich meine, das sind ja auch diese Mini-Akazien. Wie soll denn da jemals irgendwie viele Setzlinge rauskommen? Ich will mal richtige Akazien haben. Ne, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt mal zu einem Urwald. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Weil die Folge ist schon wieder 32 Minuten lang. Wir machen jetzt hier Mini-Akazien, Tabula Rasa und wir gucken mal, was ist hier so. Was läuft denn da rum? Da bewegt sich irgendwas Riesiges auf meiner Karte. Irgendwas Riesiges bewegt sich hier auf der Karte. Da, seht ihr es? Naja, egal. So groß ist es auch nicht. So, haben wir auch schon ein Maulwurf-Bild für diese Folge. So, jetzt erstmal hier den Baum noch fällen. Und ich hoffe, dass da noch ein paar... Da kommen halt echt keine Setzlinge bei raus. Können wir vielleicht einen Krug bauen? Wenn wir das Laub abschneiden, kommt dann da Setzlinge. Und hier möchte ich nicht reinfallen, deswegen bauen wir hier schon mal zu. Sonst falle ich da nämlich irgendwann rein. So, ein bisschen zugebaut haben wir schon mal. Was ist das? Was ist denn das? Kamele. Hier gibt es viel zu erkunden, aber leider keine großen Setzlings. Ja,
Ansammlungen. Einen einzigen haben wir gekriegt. Bisschen wenig. Sind die jetzt hier schon bei mir gewachsen? Nö. Gut, dann machen wir hier noch einen Setzling hin. Und dann müssen wir mal gucken hier, wie wir die Akazien dazu bringen, dass sie hier größer wachsen. Wir können ja mal gucken, ob der Maulwurf noch da ist. Eigentlich ist die Folge schon viel zu lang. Und wir können mal gucken, was der oben getrieben hat. Der hat irgendwie ganz viel Erde durch die Gegend gegraben oder so. Aber das ist wieder weg. Guck mal da. Da ist ein Tempel. Den müssen wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich will aber jetzt eine Aufnahmepause machen und ihr sollt mir nämlich erstmal schreiben, ob euch das überhaupt gefällt hier, ob ihr das überhaupt gut findet. Wenn ihr das nämlich nicht gut findet, dann mache ich hier gar keine weiteren Aufnahmen mehr. Und dann tue ich mich um ein anderes Projekt kümmern. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann machen wir hier mehr Folgen von. Ansonsten suche ich mir irgendwie ein anderes Projekt. Außerdem habe ich ja auch vor, mit den anderen noch viele, viele andere Projekte zu starten in nächster Zeit. Also ihr werdet auf meinem Kanal dann viel mehr Serien gleichzeitig entdecken. Ich versuche jetzt jeden Tag immer so ein bisschen was aufzunehmen, sodass wir dann auch ganz viele Serien gleichzeitig laufen lassen können. So, haben wir denn hier jetzt noch? Da kam jetzt ein Setzling. Ne, vier Setzlinge. Vier Setzlinge kamen da jetzt. Komm, wir machen noch ein paar Minuten länger. Ich mache noch mal zwei Bäume und dann setzen wir schnell noch die Setzlinge. Aber ich weiß nicht, in welcher Folge sind wir denn jetzt hier? Fünf oder sechs sind wir jetzt, glaube ich. Wir haben noch gar nichts mit Technik gemacht und ich wollte eigentlich schon sehr früh mich darum kümmern, dass wir Technik bekommen. Das hapert allerdings daran, dass wir einfach nicht Werkzeug zusammenbekommen. Ich finde keine Möglichkeit, vernünftiges Werkzeug zu besorgen. Und deswegen habe ich es noch nicht geschafft, hier irgendwie was Schönes zu bauen. Also ich wollte eigentlich gerne ein Computersystem haben. Ich will mit Buildcraft bauen, weil Buildcraft ist nämlich hier drauf. Ich will unsere Roboter wieder mal aktivieren. Also ich will das mit den Robotern jetzt mal öfters zeigen. Ich bin da nämlich schon ganz oft gefragt worden. Ich sage mal, ja, ich mache da bald ein Video zu. Und das ist halt echt doof, weil ich verspreche das immer und dann mache ich es doch nicht. Das darf man nicht machen. Also deswegen, ich verspreche da Besserung. Ich werde mich darum kümmern, dass wir jetzt Buildcraft öfters mal auch mit den kleinen Robotern machen. Wo ist mein Abgang hier? Ich habe doch gesagt, ich muss den markieren. Was haben wir dabei? Na, nix. So. Und wir werden jetzt mal Kohle in Auftrag geben. Da ist ein Dino. Jetzt haben wir echte Dinos. Da sind Dinos. Ja, Dinos. Unsere ersten Dinos. Müsste ich eigentlich jetzt gleich ein Foto von machen. Naja. Ich mache jetzt noch hier, pflanze jetzt noch die Bäume. Guck mal, die werden jetzt nämlich auch schön groß hier. Das ist toll. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen vorantreiben. Hatte ich nicht eben Erde? Ich habe noch was Setzlinge. Die müssen wir erst noch irgendwo hinsetzen. Hoffentlich kommen jetzt nicht irgendwelche Monster. So, das waren alle Setzlinge. Ein Bäumchen ist schon gewachsen. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Wie merke ich mir denn jetzt, dass da hinten ein Tempel ist? Vielleicht machen wir uns da einfach mal einen Marker. Was ist denn das? Wieso ist denn jetzt die Karte so klein? Na gut,
Also, das soll es für diese Folge gewesen sein. 40 Minuten ist echt eine gute Folge. Ich sag mal Tschüss und ihr wartet auf euren Kommentar, ob es euch gefällt und ob wir das weitermachen sollen. Das würde mich echt interessieren. Da, der Skorpion greift die... Der greift die Zombies an. Cool. So, macht's gut. Bis bald. Ciao.